Und zurück zum zweiten Kapitel dieser 12. Session. Ich hab's gesehen. Ich bin tot. Dieser Sandzauber ist eigentlich ganz gut. Der Gegner ist nicht in der Lage, sich zu bewegen. Wir können speichern. Cool. Gucken wir mal, ist hier Wasser oder Sand? Wo ein Speicherpunkt ist, ist meistens immer noch Wasser. Was steht hier? Das muss ich jetzt vorlesen. In der Lösung sehr, sehr kontrovers gerade. Das war eigentlich recht einfach, finde ich, ne? So ein bisschen mit Plan, mit Sand und so von den Wandsprüngen teilweise konnten wir die Gegner leicht besiegen. Pass mal auf, was hier steht. Ich lese mal die Lösung jetzt exakt vor. Lauft nun über den weißen Schalter an der rechten Wand und springt nach hinten ab, um die Plattform links zu erreichen. Nach diesem Prinzip gelangt ihr nach ganz oben auf den weiteren Querbalken, lauft an dessen Ende und springt an die Leiter in die Mitte des Raumes. Dreht euch um und klettert nach oben. Dort angekommen springt ihr über die Querstange in der Mitte an die Leiter gegenüber. Oben verfahrt ihr auf der gleichen Weise. Wieder im Freien angekommen, besiegt ihr die Gegner in einem der unfairsten Kämpfe der Spielegeschichte und speichert euren Spielspann. Das ist doch nicht der unfairste... Das Spiel hat schon richtig unfairste Kämpfe am Anfang gehabt. Da hat's dich reingeworfen und dann hat das Spiel gesagt, ja, mach mal, du kommst ja klar. Bist ja groß genug. Da ist Sand, cool. Nee, aber unfairsten Kampf der Spielegeschichte, so schlimm war das nicht. Ernsthaft. Weil mit diesen Sprungtaktik und mit Sand, wenn man genug Sand hat. Das sind diese Halbmonde neben den weißen Kreisen. Das ist Sand. Das heißt, damit kann man die Gegner versanden. Das ging doch eigentlich. Das waren weniger als 15 Minuten. Ich habe, glaube ich, nur Standard 2 Minuten oder so gebraucht für diesen Kampf. Das ist ja normal gewesen. 81% jetzt. Zuletzt waren wir hier, heißt jetzt dieses Kapitel. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Oh. Alles in Ordnung. Ich bin's. Ich bin es. Seht, endlich sind wir da. Der Turm der Dämmerung. Was war das denn? Normalerweise liege ich immer auf dem Boden und wach auf. Ich höre Sand. Ach, da ist der Sand. Ja, wie komme ich da hin? Ja, ich weiß es schon wie. Toll. Kamera, das hilft mir nicht weiter. Ich muss hier nach oben gucken. Ja, ich weiß schon wie. Gut. Hat sie erledigt. Muss aufpassen, dass ich nicht in den Speicherpunkt renne. Das war also der unfairste Kampf der Spielgeschichte. Würde mich nicht wundern, was mich zum Schluss erwartet. Aber ich kann mir vorstellen, wegen diesen vier Wichsknubbeln.
Beziehungsweise wegen diesen vier Schwerter-Heinis da, die wir ja hatten. Hä? Was hat sich denn da... Was? Was hat sich da gerade erhoben? Ich hab's nicht gesehen. Ach, da rechts. Gut. Kann ich jedenfalls nicht von oben erreichen. Hält aber lang genug. Muss ich das von da schaffen? Lauf! So, wieder schon viel zu knapp. So, den kann ich jetzt einfach runterschieben. Bumm! Gut. Dafür waren also die Schalter da. Dann kann ich da jetzt die Tür öffnen, dann speichere ich nochmal ab. Denn ich bin ja Speicherfreund. So. Oh, man merkt schon, der Prinz hier ist ein bisschen paranoid geworden. Der Turm der Dämmerung. Cool. Oh, dieser Schleichfritze, ey. Diese Ich habe echt keine Möglichkeit, schnell zu handeln. Gut. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Und diesmal fange ich auch wieder am Boden an. Hey, normalerweise kann ich mir meine Maustaste 1 überspringen. Warum ging das jetzt nicht? Gut, ich habe auch voll Leben. Ihr seht's. Beim nächsten Mal habe ich plötzlich weniger. So. Der Turm der Dämmerung. Alle sind ja aggressiv. Hey, die kann das eigentlich auch machen. Musik einfach so plötzlich auf. Fand ich gut. Noch mehr Sand? Alter, der pumpt mir aber voll mit Sand. Ist da noch was? Guck mal, da ist ein Spalt. Du liebst doch Spalt. Oder? Ne? Da? Schade. Oh, eine Wand zum Einschalten. Schlagen. Kamerad, aber heute mysteriöse Oh, sie mag es, wenn ich das tue. Das finde ich geil. Finde ich übrigens richtig cool, weil jetzt kriegen wir mehr Leben. Mit, bitte. Oh. Cool, ich habe einen Dialog übersprungen. Kommt doch mit. Bitte. Nein. Ja. Saufen wir. Pfarrer, wie lange war ich auf? Wie läuft der denn? Fort? Wovon sprecht ihr überhaupt?
so wichtig. Gebt Acht! Worauf? Nicht alles ist eine Falle, wisst ihr? Kam ja bis jetzt immer so vor. Wir hatten jetzt einen Kampf, also jetzt sind wieder Fallen dran. Oh, schau nur, das viele Leben. Toll. Schau, wir sind eingesperrt. Wir kommen hier nie wieder weg. Hahaha. Ah, cool. Es ist ein Fahrstuhl. Dürfen wir auch mal den einfachen Weg nehmen? Warte, wie geht das denn? Oh nein. Nicht alles ist eine Falle. Unfairste Kämpfe oder was? Ich glaube, jetzt wird's unfair. Ich sehe nichts. Oh nein, Wichsknuppel. Die machen einen Roundhouse-Schlag, der dich von den Füßen reißt. Ah! Ja, ich sehe auch Wasser. Mist. Alter, die gehen alle auf mich los und dann machen sie Party. Wie schön ist er denn ein gerade? Alter, das ist gemein. Alter, das ist gemein, sagte ich. Oh, ich glaube, das hätte sie umgebracht. Schau, ich kann die Zeit nicht zurückhalten. Sie ist nicht tot. Ich habe sie gerettet. Also noch einmal. Ja, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.